So, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 68er-Jahre und heute geht es gegen Sandhausen. Und jetzt müssen wir endlich raus aus der Krise, wir haben letztes Mal verloren, riesengroß drauf bekommen gegen Hannover. Wie gesagt, ihr habt es eben im Titel gelesen, die Leistung ein einziges Defizit und jetzt müssen wir einfach wieder kommen, müssen zurückkommen in unsere normale Form, in unsere nicht so schlechte Form, die wir vorher hatten, vor der Niederlage, aber ein bisschen besser. Also wir müssen jetzt endlich 3 Punkte einfahren. Wir haben so ewig lang keine 3 Punkte mehr eingefahren und die müssen wir jetzt endlich bringen. Das ist egal. Ich werde heute auch rotieren. Ich werde heute mal wirklich die bringen, die ich vertraue, dass sie hier 3 Punkte holen. Ist mir egal, wer es macht. Ist mir egal, wer. Ist mir egal, wen ich auf die Bank setzen muss. Ich will die 3 Punkte hier haben. Das ist Pflichtprogramm, weil sonst sind wir draußen. Wir haben 46 Punkte gerade mal auf Trainerposten. Also das ist, wenn man da nicht, wenn es da nicht knapp wird, dann weiß ich es nicht mehr. So, Mats Möller-Deli, bleib draußen. Mats Möller-Deli vertraue ich diesmal nicht. Der kommt da zwar rein, aber bleibt diesmal draußen. Oder nee. Deli, ja, genau. Da hat mir in der Form auf einmal rück. Nee. Der bleibt aber draußen hier. Eigner raus, der bringt mich hier zu nichts. Andrade kommt mit. Lindl spielt nicht. Merino, Adlung. Da will ich diesmal Lobert spielen lassen statt Merino. Merino bleibt auf der Bank. Dann haben wir da sonst noch den ich vertrauen kann hier. Den kann ich hier sonst noch vertrauen. Mausberger kommt rein hier statt Udokai. Stojakovic kommt raus hier. Da kommt wieder Hefti rein. Ich will der Hefti wieder sehen. Hier hat er 55er. Schweizer. Der Schweizer Rent möchte ich sehen. Wittek links. Ist okay, passt. Ortega hinten, das ist okay. Gutsch, Ajicek vorne, Mölders. Ich möchte Mölders vorne sehen. Ja, Mölders, Andrade, passt eigentlich so. Ich bin eigentlich zufrieden hier schon. Deknik, Merino, ja, kann man so lassen eigentlich. Nur ich glaube, Matmur bringt heute was. Matmur bringt heute was, deshalb geht Lindl raus. Lindl, Matmur, Mertz, Mölders, die Riedmer. So spielen wir heute, so spielen wir heute. Ich möchte das hier nicht vergeigen. Ich möchte das echt nicht vergeigen hier gegen... Es ist einfach Pflichtprogramm, dass wir jetzt gewinnen hier gegen Sandhausen und deshalb gehen wir jetzt auch rein. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Sandhausen. Das ist echt, also wenn wir jetzt verlieren, dann ist er endgültig aus, dann sind wir raus, also dann werden wir auch entlassen wahrscheinlich. Und das möchte ich einfach nicht. Ich habe so viel Herzblut in diese Karriere schon reingesteckt und ich finde es auch eine mega geile Karriere. Ich möchte einfach nur weitermachen und deshalb müssen wir jetzt gewinnen hier. Wir müssen unsere Chancen endlich mal machen und einfach nicht so halbherzig spielen, wie wir das in den letzten Spielen schon teilweise gezeigt haben. Und deshalb, Defensivleistung muss unbedingt besser werden. Der Freistoß war gut da von Andrade. Lange Ecke. Okay. Da können wir starten so. Wenn wir so reingehen, wird dieses Team soll gewinnen oder muss gewinnen. Sagen wir so, es muss einfach jetzt rein. Wir sind die offensiv schlechteste Mannschaft normalerweise. Keine Ahnung, aber wir müssen jetzt einfach gewinnen hier. Wir drücken jetzt auf sehr offensiv. Wir machen hoher Druck, wir möchten hier nichts dem Zufall überlassen. Wir machen gleich Druck auf die Sandhausener. Weil wenn ich gegen Sandhausen gewinnen, einen 3 anfange, dann weiß ich nicht mehr, gegen wen wir einen machen sollen. Ein Dreier, weil dann machen wir gegen keine Mannschaft als zweiten Bundesliga mehr ein Dreier. Und wir wollen die erste Bundesliga und nicht in die dritte Bundesliga. Denn die gibt es nicht in FIFA. Und da wollen wir aber nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, aufsteigen und in der oberen Tabellenhälfte zu sein. Na, erste nicht so gute Kombi, aber wir bekommen den Ball trotzdem noch weg aus unserer Gefahrenzone. Da hat der Gnala den Ball. Gnala mit dem Abstoß. Gewinnt hier das Duell sogar. Also, da holen wir hier Ortega raus. Ortega, Hefti mit einem guten Pass hier auf Andrade. Hefti, Andrade, super Kombi hier. Andrade. Bleibt da hängen hier, Andrade, schade. Hätte man anders gehen sollen hier. Aber schon mal erste gute Kontermöglichkeit hier. So, Andrade, muss auch hinten aushelfen hier. Andrade, gut. Bisher souverän. Hefti. Hefti wieder Andrade. Hefti. Hefti bindet sich hier sehr gut ein. Ah, schlechter Pass hier. Ganz schlechter Pass hier. Und jetzt können sie. Die können hier kontern hier. Wir sind offen hier 1-0. WTF, was war das für ein gut gespielter Konter? Also Sakuto Basso hier mit dem Treff hier für Sandhausen. Der Ex-Sturmspieler, glaube ich. Der war bei Sturm mal. Krass, Alter, dass der Pass ankommt, den macht einfach nur drauf dann. Keine Chance. Keine Chance, Alter, da kann man uns keine Vorwürfe hier machen. Das war nur Ast reingespielt hier. Jetzt müssen wir einfach ausholen, das Tor. Also, keine Ahnung, was ein Tausender liefert hier. Also, keine Ahnung, wie man das hier
dann noch gewinnen soll, wenn die so spielen hier, Sandhausen. Also die wollen das auch hier unbedingt gewinnen hier, Sandhausen. Das gibt's echt nicht hier. Das gibt's hier nicht. So, Adlung. Nochmal Adlung hier. Schlechter Pass hier nach vorne. Ah, sowas darf ich nicht machen hier. Heftig. Heftig lässt den Gegenspieler hier laufen mal. Kommt, fängt ihn dann aber wieder ein hier halbwegs. So, Mausberger kommt dabei mit, aber es war ja abseits, okay. Passt Mausberger. Das war gar nicht gut hier. Andrade, komm ich hinterher da. Jetzt Lovric. Was muss Lovic auch tun? Da kann ich nur hin und her laufen hier. Ganze Zeit, das gibt's noch nicht hier. Adlung. Adlung sucht jetzt zu grätschen. Hefti. Was macht Hefti? Das ist kein Zweikampfverhalten. Kein Zweikampfverhalten. Defensiv. Puh. Gerade nicht so toll hier, was wir zeigen. Oh, der Pass nach vorne war grandios schlecht hier. Keine Ahnung. Mölders. Sascha Mölders. Komm auch nicht hinterher wieder. Wittek. Auch fast zu weit rausverteidigt. Geht aber noch. Hefti. Rechts ist der sehr viel Platz. Hefti. Muss er grätschen? Hier gibt es die gelbe Karte für Hefti wahrscheinlich. Wegen der Grätsche. Ja. Hoffentlich nicht rot. Ne, rot sollte nicht geben. Hier war nicht der letzte Mann normalerweise. Für die ich mich hier erinnere. Das war gelb, oder? Einmal soll das gelb gewesen sein. Ja, gelb hier. Und der geht knapp hier vorbei für Sandhausen. Also Sandhausen spielt echt keine schlechte Partie. Hier muss man ihn lassen, Sandhausen. Also da haben wir schon viel schlechtere Gegner gehabt hier. Die wir gespielt haben. Der Basu. Basu legt nochmal rüber hier. Heftig, der hat eh noch gelb und geht das so hin hier in den Zweikampf hier. Heftig, das ist zu heftig, was der jetzt schon hier liefert. Das ist ja echt nicht mehr schön. Aber solange es uns den Sieg bringt, ist mir das relativ egal. Mölder soll sich den Ball nochmal. Ah, irgendwie haben wir keinen Ball gekriegt in der Situation hier. Ja, da wäre nicht drin gewesen mit Backglück. So, so. Mausberger, okay. Was war das für ein Pass hier? Ortega muss raus. Ja, Ortega muss raus. Ortega. Ja, das war nicht so schlecht geklärt hier. Also es war zwar gefährlich, aber es war am Schluss erfolgsbringend. Und das ist das Wichtige hier. So, Andrade wieder. Andrade. Hefti auch nochmal auf Andrade hier. Nochmal gut hier Andrade. Hey, das war ein Foul hier. Aber 11 Meter ist ein bisschen zu wenig hier. Andrade hat sich da zu leicht fallen lassen. Hefti wieder aus mit Gelb hier. Im Zweikampf ist halt schwierig. Bam, bam. Ja, heftig. Gut gemacht. Hier fairer Zweikampf hier. Fairer Zwischengang hier. So. Adlung. Lovric. Schlechter Pass hier von Lovric. Leinengutsch. Leinengutsch. Check haben wir nicht hinterher. Adlung. Adlung hier. Gut Lovric. Leinengutsch, come on, Leinengutsch. Also Sandhausen wird immer mehr unter Druck gesetzt für uns. Das gefällt mir schon mal. Hefti ist ja meistens allein auf der rechten Seite. Die anderen verteidigen nicht so gut mit und damit hat er immer Probleme hier. Mit zwei Gegenspielern hat halt der junge Rechtsverteidiger da halt seine Mühe. Das hätte auch jeder Rechtsverteidiger. So. Schade, da kommen sie nochmal mit dem Kopf ran hier und vereiteln hier eine gute Chance hier, die Abwehr und das Mittelfeld von den Sandhausenern. Kein schlechter Pass hier, Eichecheck. Keine Ahnung, was das sollte hier. Hefti. Mausberger. Gut, Adlung. Hefti wieder, also Hefti von den Pässen her bisher gut, würde ich sagen hier. Macht ihr den Fehlpass. Aber sonst hier nicht allzu schlecht von den Pässen. So, Wittek auf links lässt sich abdrängen und kommt hier nicht hin, aber egal, die Flanke ist eh sowieso ganz schlecht gewesen hier. 43 Minuten bisher, 1-0 noch immer für Sandhausen, für die Auswärtsmannschaft. Langsam müsste ein Treffer noch her, vor der Pause, extrem wichtig hier. Andrade, nee, so kommst du nicht vorbei hier. So kannst du kein Sandhausen austricksen hier. Für das sind sie hier. So blöd sind sie auch nicht wie hier. Da ist es 1-1! Da ist es 1-1 hier! Gut durchgespielt, ja. 46. Minute. Wichtiges 1-1 hier.
gut aus, ich treffe hier allein Gutsch wieder hier. Der Serientreffer hier. Der Serien-Torschütze. Ein Gutsch mit seinem, glaube ich, vierten Tor schon in der zweiten Bundesliga. Ja, viertes Tor schon in der zweiten Bundesliga. Allein Gutsch hier, 15. Minute. Wichtig hier zum 1-1 hier. Also schon mal wichtig hier, dass wenigstens 1-1 steht hier. Damit hat sich das ausgeglichen hier in der ersten Halbzeit. Ist auch langsam verdient hier, würde ich sagen. Wir kommen immer besser rein ins Spiel und können Sandhausen schon immer besser die Stirn bilden hier. Müssen wir halt noch ein bisschen dranbleiben. Das ist halt das Wichtigste hier. So, heftig, gut, Slovic, mal schauen, was ich da dann wechseln werde. Aber ich werde da noch zuwarten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das passt schon so, die Chemie, wie die hier spielen. Das ist zwar noch nicht so oft miteinander, die haben noch nicht so oft miteinander gespielt, deshalb brauchen sie auch ein bisschen und kommen erst jetzt so richtig rein, aber ich glaube, das ist nicht schlecht, wie sie bisher hier das machen, die Geschichte. Ah, die geht schon nicht an. Heftig. Heftig bleibt da gut stehen hier. Heftig. Der Pass hätte noch besser kommen können. Ja, da wäre noch mehr drin gewesen hier. Schade. Aber Heftig hat halt hinten die Situation sehr gut gemacht. Jetzt guter Pass hier. Andrade. Murtas. Wird aber gut abgegrätscht hier. Auch Sandhausen macht das hier nicht schlecht aktuell mit der Defensivarbeit. Es ist aktuell echt gut, was wir spielen hier. IG-Check. Ah, da ist ein bisschen zu weit vorgelaufen hier. Ah, IG-Check. Das war jetzt nicht hundertprozentig. Ah, da sind wir dran, würde ich schon sagen hier. Jetzt sind wir dran hier. Jetzt haben wir den Ball. Adlung. Adlung heute Passquote nicht überragend. Nadlung, muss ich sagen. So, Adlung kommt noch, kommt nicht mehr hinterher. Heftig wieder. Heftig wieder dazwischen hier. Keine Ahnung, der 55 Rechtsverteidiger, der rockt hier alles gerade. Dann machen sie das 2-1 ran. Das geht's doch nicht hier. Da kann ich nichts mehr tun hier. Heftig kommt auch nicht mehr dazwischen in der Situation. Da kommt man viel zu frei zum Schuss hier. Passt alles und dann kommt Heftig nicht mehr inzwischen mit dem Fuß. Und dann steht es 2-1 hier. Müsste kurz wechseln hier. Eichcheck bisher auch nicht so gefallen, wie ich mir gedacht habe. Mats Mertedi kommt rein. Matt Moore wird hier im Mittelfeld. Ne, Lovic. Ne, Marina geht rein, Lovic geht raus. Passt. Das brauche ich jetzt. Das brauche ich jetzt irgendwie. Keine Ahnung. Kopeck hier getroffen, okay. Unentschieden wenigstens. Wieder auf Unentschieden stellen. Das ist das Wichtigste jetzt. Mats Mertedi hier. Gegen Ball hier nach dem Wechsel, nach der Einwechslung. Mats Möller Deli wollte ich gleich abziehen hier. Die erste Chance gleich mal nutzen hier, wenn er schon mal ein bisschen weiter nach vorne durch ist. Ja, jetzt haben wir die Chance. Das müsste es klingen hier. Da müsste es klingen. Bringt ihn rein, 2-2! Nächste Minute hier, 2-2, wichtig hier. So viel Überzahlsituation, so eine große Überzahlsituation hätte ich nicht gedacht hier. Wir machen das 2-2 rein hier. Andrade macht's rein. Puh, come on. Dranbleiben. Also Offensive mit sehr Offensiv heute geht's. Da läuft was heute. Dritte Saison auch für Victor Andrade. Auch für ihn läuft jetzt schon rund. Come on. Defensiv dürfen wir jetzt keins mehr bekommen hier. Offensiv müssen wir trotzdem weiter auf sehr Offensiv bleiben. Wir brauchen einfach den Sieg hier. Jetzt glaube ich wieder einen Sieg hier, wenn wir so schnell das Tor geschossen haben hier. Zwei junge Leute auch noch drin hier. Zwei neue Leute, die frisch sind hier und gierig sind auf den Sieg. So Leute, von die aber nicht hier entkommen lassen hier. Boah, und da dachte ich ja schon, der geht wieder rein hier. Das wäre ein guter Weitschuss gewesen hier. Hätten sie es verdient gehabt, die Sandhausen mit so einem Schuss, jetzt 3-2 zu schießen. Aber wäre wieder hier sehr überraschend kommen das Tor. Meistens Sandhausen, meistens irgendwann so über mir, dann wir nicht schlecht sind, kommen die wieder. So. Ich bin vorbei hier. Schuss. Geht drüber hier. Ah. Ich werde jetzt auch wechseln vorne. Ich werde jetzt auch wechseln. Möllers raus, Riedmann rein. Letzte Konsequenz hier. 65 Minuten gespielt hier. Ich glaube, da brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein bisschen was. Come on. Gelb egal. Ist mir egal jetzt. Die können ja nicht mehr gelb hier. Freistoß. Ist mir egal jetzt. Wir müssen einfach jetzt, egal wie, mit welchen Tricks hier wir das gewinnen hier. Wir müssen das gewinnen. Dass mir egal ist, wie wir das gewinnen hier. Jetzt müssen wir einfach kommen. Jetzt müssen wir einfach Leistung bringen.
Heftig. Der Junge hat Geld und geht immer goldrichtig ran in jeden Zweikampf. Alter, der Junge macht mich fertig, heftig. Der muss öfter auf rechts spielen, das gibt's echt nicht hier. Der Junge macht seinen Job echt gut hier. Obwohl er auch schon ein paar Fehler die über die gemacht hat, aber das hängt halt drauf an, weil die anderen in der Verteidigung nicht perfekt im Mitmachen. Heftig. Macht das mit seinen Mitteln hier, weil er schon gelb hat. Gut hier. Riebma wollte hier vorbeigehen. Riebma. Riebma drückt hier drauf. Komm nicht ran. Heftig. Weit weg gewesen vom Mann hier. Lass die Flanke zu hier. Paul raus wird hier. Puh! Was war das hier? Das war aber nicht so geplant hier. 45 Minuten, okay. Jetzt nicht mehr so schlampig spielen. Nicht mehr schlampig. Jetzt wieder Ruhe reinbringen in das Match. Ruhe trotzdem, aber mit einem gewissen Blick hier auf das Wesentliche, dass wir ein Tor schießen wollen. Das ist gut gespielt hier. Das ist gut gespielt. Das ist Merino. Das ist Merino. Merino! Auf die kurze. Schade, da wollte ich es mal versuchen hier mit Merino. Come on. Gut. Riebma. Riebma, nächster Schuss hier. Der gute Bas hat sich verletzt ja auch. Gute Besserung an ihn hier. Ahnung. Das muss Freistoß geben hier. Das muss fucking Freistoß geben hier in der Situation. Ich mir doch keine erzählen, dass das hier kein Freistoß geben. Das ist kein Freistoß ist, ja. Da muss eingeben. Heftig. Heftig auf links. Der ist blank. Heftig ist total blank hier. Boah. Gut geklärt hier nochmal. Gut geklärt hier. Come on. Andrade. Das ist ein Faulherz, muss Geld geben hier. Minimum. Minimum Geld hier in der Situation. Gibt hier gar nichts hier wieder. Gar nichts hier wieder. Marino. Line Gooch. Der Pass von Gucci. Was war das für eine Absprache? Fehler von unseren Leuten hier. Die köpfen mir alles raus, die Sandhausen gerade. Sandhausen mauert jetzt. Sandhausen mauert jetzt. Sie wissen, wir wollen kommen hier wieder. Aber sie konnten halt. Sie konnten halt und das machen wir gar nicht. Wir machen ja im Moment das Spiel ein bisschen. Wir versuchen durch Konter zu kommen. Das ist total Angriff. Mir ist jetzt total egal hier. Egal. Ein Konter hier noch zu fahren. Ist mir egal, wie sie das anstellen hier. So, come on. 88 Minuten. Jetzt muss was. Jetzt müssen wir liefern. Jetzt ist wirklich letzter Moment hier, um liefern zu können hier in der Partie. Na gut, nochmal das Bein reingestellt. Hier 90 Minuten. Sie versuchen hier Zeit einfach runterzuspielen hier, gerade. Das dürfen wir nicht zulassen, dass sie das schaffen. Bevor wir kein Tor schießen hier. Andrade bleibt wieder hängen hier. 4 Minuten jetzt noch. Deli. Mats. Möller. Deli! Mats Möller, Deli! Den musst du reinbringen! Das gibt's doch nicht hier. So, raus wieder Ball. Wieder, nächster Angriff für uns. 3 Minuten jetzt schon drüber hier schon. Nee, er pfeift ab hier die letzte Situation. Gibt's noch nicht, Schiri. 2-2, defensiv ganz schlecht gestanden hinten. Ja, vorne waren wir gut heute. Das war die einer der wirklich besten Martin offensiv. Krass, krass, krass. Bester Mann hier, absolut heftig. Heftig nehme ich hier als bester Mann raus hier. Und Line Gooch. Die zwei waren wieder, wieder extra klasse hier. Gooch und heftig. Das war echt wieder stark von den beiden. Sind wir überhaupt noch Trainer hier? Das ist die Frage hier bei 68. Sind wir noch Trainer hier? Aktuell? Die Frage? Wir werden es gleich wissen hier. Wir werden es gleich wissen, ob wir noch Trainer sind hier. Ich hoffe es. Auf jeden Fall. Wir sind wieder Tabellen 15, oder? Aber die anderen haben noch nicht gespielt. Da werden wir ein bisschen vorsimulieren hier. Auf Montag Minimum. Okay, wir müssen wieder bessere Resultate einfahren hier. Haben das schon angeschaut hier? Glaub schon, oder? Der war nicht schlecht hier. Passt. Können wir mal hier nehmen hier. So, das war echt krass hier. Wir sind aber der Ben 17 noch. Bei dem Ben 17, denn wir haben ein bisschen Punkte gleich, aber mit dem Relegationsplatz mit Dynamo Dresden hier.
Wir haben 13 Tore geschossen, sind damit noch immer die offensiv schlechteste Mannschaft, leider. Sind aber defensive okay. Das ist okay, aber nicht überragend jetzt. Wie gesagt, wir haben 2 Punkte auf das rettende Ufer im Rückstand. Mit einem Sieg zum Beispiel, mit einem guten Sieg, würden wir schon auf Platz 13 vorrücken, auf Platz 14 vorrücken, wenn jeder andere Fehler macht, also nicht punkten würde. Platz 14, das ist echt krass schon. Also das finde ich okay. Also mir, es ist was drin. Also wir können locker wieder nach oben kommen, aber es braucht halt seine Zeit noch. So, jetzt gehen wir noch ein Training rein und dann schauen wir. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Spiel war vor der Winterpause. Schauen wir mal. Dann werde ich nämlich die nächste Runde nämlich mit Transfers anfangen wahrscheinlich dann. Mal schauen. Ich glaube, ein Spiel haben wir noch. Ein Spiel haben wir noch. Oder? Ein Spiel haben wir noch gegen Braunschweig und dann ist es, da werden wir dann mit Transfers anfangen. Also könnt ihr schon Transfervorschläge reinschreiben in der nächsten Folge. Ich sage, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wie gesagt, wir haben leider keinen Sieg angefangen. War aber eine extrem geile Partie. Also die war extrem intensiv. War extrem geil. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Lasst, dass wir trotzdem nicht gewonnen, obwohl wir nicht gewonnen haben, oh, hat's euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen, wenn euch meine Videos gefallen. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, euer Dani.